Hallo, grüß euch. Heute schauen wir uns mal ganz kurz die Aktie Nvidia an. Und ich war immer, ja, in den letzten Jahren eigentlich immer relativ zurückhaltend, da die ja damals, wir schauen uns mal hier einen anderen Chart an, hier einen Dreijahreschart, damals so um die 2018, ja, als auch letztendlich die Bitcoin-Hosse damals zu Ende ging, auch. Ja, Nvidia mit ihren Grafikkarten ein bisschen drunter, sehr stark drunter leiden musste und die Aktie sich mehr als halbierte und oder in etwa halbierte und ich seitdem eigentlich immer recht ja, vorsichtig war, aber mittlerweile hat sich ja dieses Unternehmen unfassbar gut aufgestellt in alles, was an Themen, also modernen Zukunftsthemen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren, KI, Artificial Intelligence, also wirklich alles, was es gibt, hat sich ja auch eine israelische Firma noch unter den Nagel gerissen, sozusagen. So, alle wichtigen Themen sind die, mischen die sozusagen mit und der Aktienkurs hat es natürlich auch belohnt. Also es geht hier nicht nur um Grafikkarten mittlerweile als solches für PCs und fürs Bitcoin-Mining und für sonstige PCs. Also wir alle kennen natürlich GeForce, aber es geht natürlich um viel, viel mehr. Also die haben sich richtig gut aufgestellt und jetzt ist natürlich der Aktienkurs hat das natürlich dann belohnt und wiedergespiegelt. Der letzte Quartal, da gab es auch über, ich glaube, 950 Millionen Gewinn, ja, also fast 1 Milliarde Euro, Dollar, sorry, wesentlich mehr als erwartet auch und das wurde dann auch nochmal belohnt. Und man sieht es hier natürlich, oh, dass sozusagen ja, das alte Hoch von damals herausgenommen wurde und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, wenn man zum Beispiel jetzt noch nicht damit investiert ist, wie ich zum Beispiel, wäre es jetzt vielleicht mal eine kleine Position zu eröffnen, da einfach mitzuschwimmen ja in diesem Erfolg dieser Firma. Wenn man jetzt auch, also ich persönlich habe da, man kommt natürlich auch, also die bedienen ja auch mit ihren Grafikkarten die ganze Gaming-Welt. Und es gibt ja auch in der Gaming-Welt mittlerweile, das ist ja nicht nur einfach irgendwie, ja, eine kleine Nische, das ist ja ein mega, mega, mega Business. Also es gibt ja ganze Weltmeisterschaften mittlerweile im Gaming. Veranstaltungen, wo zig Millionen Euro umgesetzt werden und letztendlich, es gibt ja Gaming-Olympiaden, die vom ja, Umsatzvolumen her größer sind als wie die echten Olympiaden, ja, teilweise. Und also da passiert ganz, ganz viel und die mischen da wirklich gut mit. Das kann man sich jetzt hier die Frage stellen, ob man da, ob es sich jetzt rentiert, also damit zu schwimmen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Aktie schon wieder recht, recht gut gelaufen, natürlich, aber das ist schon so eine Kandidat, wo ich mir jetzt persönlich ich die Frage stelle, ja, sollte man vielleicht, wenn man ein bisschen Geld übrig hat, da auch mal anfangen einzusteigen, wenn man es nicht eh schon ist und oder halt in der Vergangenheit ein bisschen zurückhaltender war aufgrund der Bässe nach dem Bitcoin-Hype 2018 und ja, so gesehen ist das Ganze eigentlich ja, eine sehr gute Aktie. Auch wenn ich jetzt einen Disclaimer machen möchte an der Stelle, dass natürlich die sehr stark in dem ganzen Gaming-World natürlich hier substanziell mitmischen und Gaming natürlich auch, sagen wir so, also diese ganzen Shooter-Spiele und so weiter, ich nicht mit allem d'accord bin, was es da so gibt. Ja, also von daher hatte ich da auch immer schon in der Vergangenheit immer ein bisschen Zurückhaltung, aber kann jeder so sehen, wie er will und jeder kann sich da seine eigene Meinung dazu bilden. Ansonsten auf jeden Fall eine von den besseren Aktien, das ist zweifellos und wenn man ein bisschen Kohle gerade übrig hat, kann man da mittel- bis langfristig auch mal, könnte man da auch mal einsteigen, weil man weiß ja nie, ne? Wie es jetzt 2020 die Wahlen, wie die ausgehen werden und das alles, ja, und wie das dann wiederum die Aktienkurse dann beeinflusst. Werden wir mal schauen. Damit will ich mich wieder verabschieden. Euer Thomas Klein. Ciao.